So, ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Space Engineers. Ja, neue Woche, neuer Kummer, neue Sorgen. Vielleicht. Ja, ich habe das jetzt vor dem Donnerstag letzte Woche aufgenommen. Das heißt, ich weiß nicht, ob es letzte Woche vielleicht dann irgendwelche spannende Nachrichten gab oder mal wieder nicht. Ich tendiere ja immer zu eher nicht. Lass mich dann aber gerne eines Besseren belehren. Naja, immer ein bisschen pessimistisch rangehen, dann kann man nur positiv überrascht werden. Auch nicht. Ja, interessant, ne? Ja, gut, okay, das lassen wir dann so liegen. Das mache ich jetzt nicht, dass wir da entsprechend jetzt irgendwie das Zeug abbauen und können es dabei gar nicht mitnehmen. Genau. So. Ruff. Genau, schon mal das erste fertig machen. Bin mal gespannt, ob die echt leistungsfähiger sind, ne? Ha. Eine gute Frage. Wie viel Strom lieferst du? Müssen wir gleich mal nachschauen, das interessiert mich mal. Ich brauche eh wieder Energie, warte, das könnte ich auch mir hier. Genau. Können wir hier kurz Energie tanken? Ich finde dieses kleine Raumschiff mega cool. Vor allen Dingen ist es durch die Triebwerke, wie wir sie verwendet haben, in der Art und Weise, halt echt gar nicht so viel klobiger geworden, ne? Also, ist immer noch so klein und kompakt geblieben. Das finde ich erst recht genial. Ja. Super geil. Ja, ich muss sagen, da bin ich schon etwas stolz auf mich. Ja, man muss auch manchmal mit seinen Sachen zufrieden sein, oder? Ja klar, natürlich, hallo. Wo man dann feststellt, ach ja, das, was du da gemacht hast, das war jetzt gar nicht mal so verkehrt. So, alles einlagern, genau. Bis auf natürlich mein Essen. Nicht. Genau, das packen wir da hinten hin. Das finde ich irgendwie besser. Das gerade hört sich an wie bei Fallout. Ja. Da haben wir 200. 144 gehen mit. Naja, das sind immerhin zwei. Immerhin zwei weitere Solar Panels. Ja, aber sie sehen nur minimal anders aus, ne? Also so ein riesiger Unterschied ist da jetzt nicht. Ich sehe halt bloß leider nicht, wie effektiv die sind. Das ist schade. Bei den anderen konnte man das so schön sehen, aber so wie die Sonne jetzt drauf brutzelt, würde ich sagen, das funzt schon. Naja, das funzt. Definitiv. So, ich glaube bloß, dass das nicht reicht. Ja. Da muss nochmal ein bisschen was her. Jetzt dabei, dass dann müssen wir zumindest auf 120 jetzt kommen, ne? Dass wir nochmal zwei machen können. Und der Rest, den wir da haben, das ist dann Reserve, weil wir brauchen ja auf jeden Fall auch was. Also zumindest möchte ich auch wieder was benutzen für unser Raumschiff. Genau. Auch wenn wir ja wissen, dass es so viel Energie gar nicht bringt. Ist ja auch irgendwie klar, ne? Wie soll es das auch? Wie soll es das auch? Dafür sind die einfach zu ineffektiv. Kurz. Orientierungsprobleme. Dann brauche ich jetzt auf jeden Fall Batterien. Ja. Was? Hä? Okay. Ist ja komisch. Ich hatte noch 100. Achso, es sind 64. Entschuldigung, es sind 64. Ja, ja. Es waren 128 dann. Nee. Super, ganz toll. Ja, es dauert zwar noch ein bisschen, aber zumindest sind dann halt 5 von 6 fertig. Und dann bringt das schon mal ordentliche Energie. Gut,
Ja, wir haben sonst nichts weiter dabei. Das heißt, ich greife mal jetzt hier drauf zu. Genau, hier haben wir das Control Panel. Und dann schauen wir doch mal, was die so bringen. Genau. Okay. Also das ist das, was sie maximal abgeben können. 128 und derzeit geben sie aber nur 19 ab. Das heißt, sie produzieren echt reichlich Strom. Jetzt müsste man natürlich mal vergleichen, was produziert denn so normales. Ich glaube nur 12, oder? Kann das sein? Ja, ich müsste mir in Zukunft mal das Wiki nebenbei auflassen, dass ich dann solche Sachen mir selbst beantworten kann. Aber eigentlich ist es auch nicht so dramatisch. Nicht so wichtig. Gut, ich brauche Batterien. Wir könnten die hier nehmen. Die ist noch etwas... die braucht mehr. Ja, wir nehmen die hier. Ich finde die ganz hübsch. Ich finde, die passt auch ganz gut hier rein. Wir brauchen auf jeden Fall Stahlplatten. So. Dann haben wir erstmal hier zwei Stück. Das reicht ja schon mal. So, Herstellungskomponenten. Genau. Ja, weil dann kann er erstmal die voll machen und, ja, weil was ist, ja, ist halt die Sache, ne? Was passiert, wenn das Plutonium alle ist? Ja, gute Frage. So, Energiezellen, Computer, machen wir es Computer. Genau. Alles. Ja, da wieder kurz rumgesponnen. Weil das Spiel wieder so seine Problemchen hat. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Energiezellen haben. Eieieiei. Ne, nicht mal ansatzweise. Okay. Ja, soll er erstmal machen. Ja, sagen wir so viel. Das ist jetzt echt doof, ne? Hatte ich nicht zwei davon? Naja, Mist, nee, hab ich nicht. Ja, da müsste man jetzt halt wirklich sagen, okay, wir produzieren halt noch ein weiteres. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Denn ich habe gerade überlegt, ich könnte mich parallel, bis das hier fertig ist, könnte ich mich darum kümmern, hier um unsere Nahrung, genau. So, gucken wir hier mal das. Ist ja auch sicher wieder raus Wasser entstanden. So, genau das hier. Der braucht Kies, ne? War das nicht so, dass der Kies brauchte? Ich glaube. Das ist doof. Hier kannst du nur in so einem bestimmten Winkel. Kannst du doch zugreifen. Sonst funktioniert das nicht. Ist ein bisschen bescheuert. Ja. Na, hier ist es egal, ne? Hier kannst du so wie sonst auch und das passt wunderbärchen nach. Bloß halt da nicht. So. Okay, packen wir das mal zurück. Ah, da sieht einer an. Sie können, glaube ich, ganz gut Energie speichern, wenn ich das so sehe, oder? Ich hoffe es. Gut, die hübschesten sind sie jetzt nicht gerade, aber... Ach, naja, komm. Es sieht zumindest stimmig aus, finde ich. Hm. So, packen wir das wieder da rein. Mal gucken, was wir dann Schönes zu futtern zaubern können. Ja, alles. Machen wir davon so viele wie möglich erstmal. Ja.
Letztendlich viel kommt da jetzt auch nicht bei rum. Ach, Mist. Echt? 10 Stück fehlen? Das ist... War ja klar, ne? Okay. Wo habe ich hier ein Control Panel? Achso, was. Ich setze mich jetzt einfach rein, dann kann ich kurz Energie nachtanken. Und dann können wir doch mal gucken, was denn dann diese Batterien bringen, also was die speichern können. So. Gespeicherte Energie. Okay, also in 15 Minuten ist er voll und er kann praktisch 4 Megawatt speichern. Achso, hier, 1 Megawatt die Stunde. Maximal speicherbare Energie. Okay. 1 Megawattstunde. Wow, okay. Das geht doch. Na, halt die Notfallreserve. Was macht der hier? Der ist schon wieder erledigt, weil kein Wasser da ist. Dann soll er erstmal hier Wasser machen. Genau. Das kann auch wieder zurück. Ja, wir sehen, es würde auch rein theoretisch reichen, nur diese Paste hier zu machen, ne? Diese, Entschuldigung. Also hier diese Nahrungspaste. Oh, das hat sich nicht gut angehört. Und dann entsprechend, könnte man alles Mögliche dann daraus machen. Wir können ja dann zum Beispiel das hier machen, ne? Synthetisches Essen. Es braucht ja nur das. Das können wir jetzt auch mal machen. Dann haben wir hier genug auf Reserve liegen und ja, genau. So, ich will mal kurz gucken, weil es hat sich nämlich gerade draußen angehört, als ob irgendwas kaputt gegangen wäre. Aber wir haben Glück. Achso, ich brauche noch Solarpanels fürs letzte, siehst du? Aber ich denke, mit diesen 4 Solarpanels sollten wir genügend haben. Genügend Sachen. Also genügend Energie. Ja, also auch ohne Reaktor, würde ich fast sagen. Ja, also ich gehe jetzt zumindest von aus, ne? So wie das jetzt aktuell aussah. Mit dem Energiehaushalt. Macht es schon den Eindruck. Ich weiß gar nicht, konnte man das nochmal irgendwo direkt sehen? Ich glaube, wenn wir auf, warte mal. Wenn wir auf Info gehen, war das nicht da irgendwo? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. So. Distanz, dup. Kann man leider nicht sehen. Schade. Ja, das wäre halt echt was, ne? Dass man halt insgesamt sieht, okay, wie viel wie viel Energie verbraucht zum Beispiel gerade die Station. Ja. Aber wir können das, glaube ich, am Reaktor sehen, ne? War das nicht so? Ja, wir sehen, 7,6 Megawatt gibt er ab. 15 Megawatt produziert er. Und wenn wir jetzt gucken, also 7,6, ne? Wenn wir jetzt gucken, die Solarpanels. Kommt natürlich nicht ran an 7 Megawatt. Puh. Oh. Natürlich ein ganz schöner Unterschied, ne? Ja, gut, jetzt laufen auch zig Sachen gleichzeitig, ne? Das Licht, das könnte man ausschalten. Gut, die Türme müssten definitiv anbleiben. Die Türme müssten anbleiben. Und die Produktionsanlagen, naja, wenn man die jetzt nicht so hardcore-mäßig benutzt, wie wir es gerade machen, aber jetzt auch noch die ganzen hydroponischen Farmen hier entsprechend an sind, um Nahrungsmittel und Wasser herzustellen, dann sieht das natürlich auch ein bisschen anders aus. Ja, genau. Dann ist das auch weniger, auf jeden Fall. Dann könnte man darüber halt auch sparen. Ja.
Okay, da haben wir jetzt das. So, warte. Packen wir das wieder zurück. Ja, ist halt schon wichtig, ne, dass wir uns da immer drum kümmern. Das Einzige, was man eigentlich immer nachkippen muss, ist, ist Kies, genau. Oh, hat aber schon ordentlich synthetisches Futter produziert hier, ne, unser kleiner Freund. So, was machen wir jetzt? Davon geht nur eins. Was ist das? Synthetisches Futter. Geht das nicht mehr? Gummibärchen können wir noch ein paar. Und ansonsten machen wir frisches Essen. Genau. Okay. Ja, haben wir eigentlich von allem was, ne? Auch nicht schlecht. Ah, schon ganz okay. Also verhungern und verdursten sollten wir dann so schnell nicht. Hoffe ich erstmal. Nun denn, ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, euer Mr. Zocker.